dann irgendwann ein bisschen ab. Oh, da staubt's und Dreher. Und Unfall, böser Crash. Das war in Echtzeit. Da war aber doch irgendwas kaputt vorher. Ja, ja, da, das haben wir Dampf gesehen. Da war wohl ein Kühler oder ein Schlauch ab. Wir müssen mal warten auf die Wiederholung. Auf jeden Fall kann er da nichts dafür, das ist klar. Und eigentlich ist es gut ausgegangen. Das sah ziemlich heftig aus hier, ja. Der Einschlag. Das Auto ist gewaltig onduliert. Die Nase. Und das ist Vorderradaufhängung, ein bisschen geknickt. Der Doktor ist schon da. Drese extrem ruhig, er sagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, wir haben es gesehen. Es ist eine Flüssigkeit ausgetreten. Und in der Wiederholung jetzt, wir sehen zwar einen leichten Dampf. Und dann steht er sofort auf die Bremse und wird abgehoben, schlägt dem Reifenstapel ein. Dass da nicht mehr passiert ist, das. Jetzt achten Sie mal. Jetzt sehen Sie hier der Dampf, der aufs Hinterrad geht. Vorne an der Vorderachse sieht man Bremsstaub, aber das ist deswegen, weil das Auto mit hoher Geschwindigkeit quer durch den Wind geht, dann bläst es den Bremsstaub aus der Felge heraus. Das hat also keine Bedeutung. Es ist hinten das Wasser, das aufs Hinterrad spritzt.